Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Prison Architect. Ja, wir sind gerade dabei. Na? Zu gucken, ob hier nicht irgendwas los ist. Weil wie man sieht, da oben irgendwas passiert. Also irgendeiner rastet da oben gerade aus. Obwohl man sagen muss, generell sind eigentlich alle zufrieden. Toll. Macht mal alles kaputt. Wer sich wundert, dass jetzt ein bisschen mehr Kohle da ist, das liegt daran, dass eine Nacht halt vorbeigegangen ist. Ich wollte es eigentlich 2 Tage laufen lassen. Problematisch hierbei war aber einfach, dass dass jetzt zwischendurch hier dieser Übergriff passiert ist. Das fällt mir gerade auf. Ich muss auf jeden Fall die Zellen jetzt ausbauen. Weil wir kriegen gleich 18 neue Gefangene. Aber es sollte definitiv möglich sein. Also wenigstens einen Teil der Gefangenen aufzunehmen. Upsala. So. Und so. Die Solitary-Zelle lassen wir da vorne. Können wir ein bisschen Tempo geben. So, die Polizisten gehen wieder. Na. So, da sind ein paar Besucher. Morgen gibt es 22 neue Gefangene, die kann ich niemals irgendwo unterkriegen. Hä? To assign guards to patrols, click on an existing patrol square. Aber warum gerade? Ich bin noch gar nicht in irgendeinem Menü, oder war es jetzt ein Hilfetext? So, 44 Gefangene. Dann müssen wir wirklich einige einfach in die Holding-Zelle reinpacken. So, Hunger ist keiner mehr. Kohle haben wir aber auch keine mehr. Muhaha. Hat sich ja gelohnt, ins Spiel reinzugehen. Oh, na kommt. Na, mach auf. Setzen wir den mal eben auf Unlocked. Damit meine Arbeiter ihrer Arbeit nachgehen können. So, was wird gefunden? Schraubenzieher. Wurde beim Reingehen entdeckt. Nach und nach kommen sie alle rein. Aber es ist wieder Tempo minus 10. Müssen wir wieder nachladen. Und wir müssen auch langsam mal wirklich das mit der Kleidung hinkriegen. Ach verdammt, das habe ich innerhalb von 2 Sekunden vergessen, ob ich auf 2 oder auf 1 gespeichert habe. So. So, jetzt läuft es auch wieder lustig. Wenn ich speichere und lade, kriegt das einfach nochmal so einen Boost, weil irgendwo wird wahrscheinlich eine Routine sein, die wiederholt sich immer weiter, bis der CPU einfach komplett ausgelastet ist.
Und deshalb gehen dann die FPS-Raten runter. Also ich kann es mir nicht anders erklären. Weil es ist schon ein bisschen merkwürdig. Bam 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 bam. Di 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 di. Es gibt nichts zu tun. Ich brauch Kohle viel. So, ich habe gerade übrigens einmal eine Playlist. Mal aktualisiert. Ich bin da ein echt fauler Typ. Vor allem bei den Playlists, da nie ist einer zufrieden, also nie sind alle zufrieden damit. Entweder mache ich die Playlist fertig, wenn ich das hochlade, die sind aber noch privat geschaltet sind für die Planungsfunktion, das verstehe ich eh nicht bei YouTube, warum die Planungsfunktion dann das Video als privat einstellt, anstatt als nicht gelistet und privat. Was ja viel besser wäre, dann kannst du nämlich überall schnell einsetzen, nicht jeder sieht es, bis es freigeschaltet wird, und dann ist gut. Weil dann gehen nämlich Leute in die Playlist und klicken sich durch und irgendwann kommt Video privat kann nicht angeguckt werden. Und die sind dann sofort dran, warum ist das Video noch privat? Du hast das schon fertig. Warum machst du das nicht freischalten oder so? Ja, weil wenn ich alle Videos, die ich produziere, immer sofort freischalte, haben wir nämlich ganz schnell so eine Situation, wie das montags kommen 30 Videos und bis Freitag kommt dann nichts mehr. Weil ich halt das meiste am Wochenende produziere und fertig mache. Und das ist kein Channel-Zustand. Da kommt auch keiner klar mit. Das ist ja so, als wenn alle 24 Stunden Fernsehprogramme am Tag, ich weiß, schlechter Vergleich, sofort freigeschaltet sind. Aber du kannst das nur in dem Moment sehen. Also du wirst nur genau in diesem Moment, diese eine Sekunde darauf hingewiesen. Das kennt man ja von den Feeds von YouTube, die eh nicht gut funktionieren. Muss man auch mal dazu sagen. Und genau in dem Moment kannst du nur damit arbeiten. Ja, und deshalb ist das halt so, dass bei mir ist, privat wird alles hochgeladen und dann wird das nach und nach immer freigeschaltet mit der YouTube-Planungsfunktion, damit halt auf dem Channel auch Aktivität über Tage ist und nicht nur, wenn ich gerade mal eben aufgenommen habe und gerade 80 Millionen Videos hochgeladen habe und die dann alle freischalte. Ich hoffe, ihr könnt damit auch ganz gut leben. Ich finde das eigentlich besser. Weil, wer soll das alles gucken dann montags, so in etwa? Klar, dann gibt's Leute, die sagen, ja, ich schaue mir das eh nur an, wenn ich Zeit habe. Deshalb, ich kenn's von einigen, die hängen dann in den ganzen Let's Plays zurück. Zum Beispiel Total War zurzeit hängen einige zurück, weil ich da so viele Videos pro Tag mache. 1,5 Stunden guckt sich nicht jeder sofort an. Ist ja, als wenn ich mir jeden Tag einen Kinofilm reinziehe. Nur halt mit weniger Dialog. Naja. So, jetzt sollte Freetime sein. Das ist sehr gut. Jetzt sind schon wieder so viele müde. Boah, dass ich das Tor so schlecht anklicken kann, ne? Wir sind immer noch dabei, die Leute zu eskortieren zu ihren Zellen. Was hast du gefunden? Schraubenschlüssel. Gestohlen vor 4 Stunden. Warum gehen die Leute eigentlich nicht schlafen, wenn sie Freetime haben? Das wäre auch optimal. Können in dem Fall wirklich machen, was sie wollen. Ich nehme mal 2 Guards noch auf. Und dann setzt man nämlich auch 2 hier in die Zellen rein. Damit nicht wie vorhin, wo wir angefangen haben, die, ja, wie soll man sagen, auf Fresse kriegen. Beziehungsweise, dass alles hier so ein bisschen aufgedeckt bleibt. Und die Leute hier am Tor freigelassen werden. Schneller als vorher.
Die sitzen auf der Bank nur, weil die ein bisschen sitzen wollen. Komische Nummer. Können sie es auch hier auf dem Feld machen? Sogar keiner in Lockdown. Oh, Tom Osborne verlässt uns. In 5 Stunden. Ein Name, der mir im Kopf geblieben ist, weil er individuell aussah. Schauen wir nochmal nach. Schauen wir nochmal, wo er gerade rumlungert. Da, das ist er. Ah ne, ist er gar nicht. Da ist Thomas Eagleback. Da ist Osborne. Hö? Waren die Namen nicht mal vertauscht? Hm. Ich bin mir nicht sicher. Lustig auch, jetzt ist das Menü hier offen. Aber ich kann trotzdem dahinter. So, der geht in die Zelle. Lee. Ist das nicht diskriminierend? Lee Hong. Wai Long Lee was a college student. He failed the organic chemistry final and smashed all of his professor's breakers. And then stabbing her with a glass shard. Tja, er ist wohl ein bisschen im Studium ausgerastet. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Futter herstellen kann für so viele Gefangene. Richtige Problem ist, morgen sitzen alle in der Holding-Zelle einfach rum. Ah, ich bin im Minus. Aber ich kann den nicht in die Küche lassen. Noch nicht. Oder? Ja, wenn ich hier Metalldetektoren einsetzen kann, darf, dann können auch welche in der Küche arbeiten. Aber dann fehlen mir eigentlich ein bisschen ja, Herde und Tiefkühltruhen habe ich zu wenig von dann. So, Essenszeit. Ihr habt gut gearbeitet mit euren Lizenzplatten und ihr seid alle auch todmüde schon wieder. Aber es wird erstmal gemampft. Versollt ihr einen Tag zum Schlafen, also eine Stunde zum Schlafen schicken mittags? Damit halt der Fehler weg ist. Das machen sie dann aber nach dem Arbeiten. Weil es ist echt merkwürdig, dass hier so viel rot ist mittags. Wahrscheinlich einfach, weil die sich überarbeiten. Machen die Mittagsschlaf. Das war aber vorher nicht so. Ich denke mal, die haben den Wert ein bisschen verändert, wie viel Schlaf benötigt wird. Der hat ja Bedarf an allem. Essen tun auch nicht alle. Mal wieder. Hängt aber keiner in der Zelle im Moment fest. Auch nicht hier unten.
Hm. Ja, lassen wir noch eine Stunde länger mittags nichts tun. Schön wäre natürlich, wenn Essen in einer Stunde abgehakt wäre, aber ich glaube, wenn ich die nur eine Stunde essen lasse, ist das zu wenig. Müssen wir mal gucken, dann arbeiten die halt nur 6 Stunden. Aber ich kann nicht riskieren, dass die einfach ausrasten. Oh doch, machen wir es mal so. Machen wir eine Stunde E-Time. Vielleicht reicht es ja. Kann ich die mittags eine Stunde schlafen lassen? Vor allem, wenn die ihre Freetime komplett hier verbringen wollen. So, jetzt verzieht euch. Hinfort mit euch, Schlawiner. Paar gehen noch duschen. Dann schicken wir die noch eine Stunde früher schlafen. Weil ansonsten einfach nur muss auch irgendwann anfangen, die Bodenplatten zu bauen, damit die schneller hier durchkommen durchs Gefängnis. Ich baue nachher auch einfach Bänke hier vorne hin, weil die gehen nämlich immer wieder hier unten hin in die Cafete, um da sich wegen Komfort hinzusetzen. Kann ja nicht sein. Nur um seinen Arsch dahin zu ballern, da können die lieber auch woanders hingehen. Na, wo war's? Okay, so ein paar Güter sind da. So, an sich ist Schlafenszeit. Aber keiner geht schlafen. Dabei sind alle todmüde. Ah, jetzt gehen sie alle schlafen. Also kann ich mir die letzte Stunde hier unten sparen, weil die da eh nicht pennen gehen. Beweg den mal. Der hängt nämlich in der Tür fest. Ihn auch. Ihn bitte auch bewegen. Ach, er will erstmal. Hä? Er ist nur relaxing. So, jetzt gehen sie auch schlafen. Also jeder hat so einen anderen Schlafrhythmus wohl. Wie er gefangen. Und dementsprechend gehen die pennen oder nicht. Sehr schön. Alles entspannt sich. Alles ist ruhig. Das bedeutet, dass mittags schlafen schicken wahrscheinlich gar keinen Effekt hat.
Mann. Kann ich die besser zum Essen nochmal schicken? Nee, warte mal. Wahrscheinlich habe ich so Probleme, weil ich die so spät habe, so früh schon wecke. Bam, 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 bam. So um 8 Uhr essen sie dann. Um 9 Uhr arbeiten bis 12, dann 2 Stunden Freizeit, dann wieder arbeiten, dann wieder Freizeit. So. Aber jetzt kurz Stopp, wir machen nächstes Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Prison Architect. Bis dann, euer Doc. Ciao.